Meine Lieben, willkommen zurück oder neu auf meinem Kanal. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer gemeinsamen Me-Time. Kaffee ist am Start, ich hoffe bei euch auch. Es geht heute um die Degusta-Box vom Monat Juli. Und wenn dich das interessiert, dann wie immer schnappt den Kaffee, was auch immer dir gut tut. Und nach einem kurzen Intro sehen wir uns dann wieder. Seht ihr, was ich da umhabe? Ich habe eine Kette gewonnen von iCrush, von einer ganz lieben Abonnentin und von einer Followerin von Instagram. Da habe ich mitgemacht. Ich glaube, Luck ist ihr Hobby, heißt die, glaube ich. Ich schreibe es nochmal hin. Auf jeden Fall habe ich da gewonnen und ich freue mich da total drüber, wenn ich auch mal was gewinne. Es laufen noch Gewinnspiele. Macht es da einfach gerne mit. Kostet euch nichts und auch ein Abo hier auf meinem Kanal ist kostenfrei. Aber es geht um die Degusta-Box. Der Yoshi muss auch gleich schimpfen. Der ist auch wieder am Start. Der war jetzt gerade draußen und musste aus dem dreckigen Teich trinken. Aber darum soll es heute nicht gehen. Es geht um die Degusta-Box. Die Degusta-Box ist eine Food-Abo-Box. Die kannst du monatlich erwerben. Und wir haben hier tatsächlich hauptsächlich Markenprodukte, auch gerne mal neue Produkte, die man so testen kann. Und ja, der Mehrwert ist nicht immer so gegeben, aber ich finde halt einfach toll, neue Dinge zu testen. Und ich habe tatsächlich das eine oder andere Produkt, ein Hader, wo ich noch nicht im Laden gesehen habe, habe ich über die Box schon mal testen können. War jetzt gerade abgelenkt. Und deswegen finde ich die eigentlich sehr schön. Also sie kostet 15,99 Euro. Sie sagen einen Wert über 24 Euro. Ich finde es in Ordnung. Also sagen wir es mal so, ich habe schon reingeschaut und wie gesagt, jetzt hole ich sie mal und dann schauen wir mal rein, ob sie auch was für euch wäre. Ich habe nämlich tatsächlich schon auf den Karton gewartet, weil ich habe ja mit jemandem, mit einer lieben Abonnentin ein Tausch- und Trash-Paket vor und ich wollte den Karton nehmen, deswegen habe ich schon gewartet. Ich habe ihn schon zerflattert, weil ich war nicht neugierig, aber ich zeige euch die Produkte jetzt nochmal im Einzelnen. Mir ist schon klar, dass viele Boxen müde sind, aber vielleicht interessiert es ja doch den einen oder anderen, was dort in diesem Monat drin ist. Ein Haufen Werbung haben wir drin, gut geschützte Pop-Up-Folie, das finde ich gut, weil die brauche ich nämlich. Und wir haben jede Menge Werbung und wenn Werbung drin ist, heißt es, die Produkte sind auch in der Box. Das muss ich gerade noch ein bisschen aussortieren, was ich davon nicht brauche. Es gibt auch eine Cold-Version. Die könntet ihr euch auch erwerben oder kaufen. Die ist momentan auch im Angebot. Vielleicht könnt ihr da euch den QR-Code ziehen, wie ihr möchtet. Ich mag die Cold-Box jetzt nicht so. Ich schaue da ganz gerne bei der lieben Irene. Da gehen auch liebe Grüße raus. Schaue ich gerne vorbei. Aber für mich ist die tatsächlich nichts. Was haben wir denn für ein Motto? Und zwar Gartenparty. Und dann schauen wir mal, ob sie denn das Motto getroffen haben. Wie gesagt, ich habe schon reingeschaut, ich bin ja nicht neugierig und ich habe auch ein Produkt schon probiert, aber dazu gleich mehr. Ich würde sagen, wir schauen einfach mal auf das Produkt des Monats. Und zwar haben wir da von Barilla ein Pesto für 3,59 Euro. Das sind wie viel Gramm? 200 Gramm oder 190 Milliliter für vier Personen. Sind wir doch mal ehrlich, das würde ich auch alleine essen in einer großen Packung Nudeln. Und was bist du denn? Mit süßen, fruchtigen Tomaten, würzigen Grana Padano, also Parmesan und Romano sowie Aceto, achso, Balsamico-Essig, okay. Im Endeffekt ist das Pesto nur in Rot, was ich sonst in Grün kaufe. Ich weiß nicht so richtig. Ich habe früher tatsächlich sehr gerne Pesto gegessen. Aber mein Mann mag es irgendwie gar nicht so. Deswegen habe ich das gar nicht mehr so gekauft. Aber ich finde es sehr gut, wenn man sowas im Backup hat. Wenn man zum Beispiel schnell Nudelsalat oder so machen muss. Oder einfach für eine gute Soße. Für, wenn du halt einfach sagst, oh, ich habe jetzt keinen Bock auf Fleisch oder so. Vielleicht werde ich das heute auch schon ausprobieren. Ja, ich muss halt heute kochen, aber Lust habe ich überhaupt keine. Bei diesen warmen Temperaturen ist so Essen eher so eine Pflichtaufgabe. Ich weiß nicht, geht es euch auch so? Aber nein, wir probieren und für 3,59 Euro, ich weiß, die waren früher echt günstiger, aber ich habe auch nie vom Barilla das gekauft, sondern eher die günstigen von Ja. Ja. Aber das nächste finde ich sehr fein.
und zwar von der Firma Heinz, ein Tomatenketchup mit Gewürzgurkengeschmack, 3,49 Euro. Mein Mann liebt Heinz Tomatenketchup am liebsten aus der Glasflasche. Ich weiß, in irgendeiner Box war letztens auch ein Heinz Tomatenketchup mit einer anderen Gewürzrichtung. Ich weiß jetzt nicht, ob er die Kombi mag. Mir ist eigentlich Ketchup völlig Rille. Ketchup ist für mich Ketchup. Außer der von Hela, den finde ich eklig. Der hat so eine komische Konsistenz. Wir werden es probieren. Ich glaube nicht, dass der jemals dann wieder bei mir einzieht. Weil, wie gesagt, mein Mann mag den stinknormalen. Er sagt immer, wenn das Essen okay ist, dann kann man alles in Ketchup ertränken. Also wie gesagt, dass das drin ist, finde ich auf jeden Fall richtig gut. Jetzt brauche ich mir wieder Kaffee. Ich habe immer noch meine super Lippe, gell? Nein, mein Mann hat mir keine Eier auf die Nuss gegeben. Es ist halt einfach, ich habe mich so geekelt und ja, dann ist es halt. Da kann ich eine halbe Stunde drauf warten. Das merke ich sofort, wie wenn die Lippe kribbelt. Und aber so ist es nun mal. Greifen wir weiter rein und was erwischen wir? Von Miracle Whip finde ich auch sehr gut. Hätte es zweierlei Varianten geben können. Und zwar einmal für Pommes, Sandwich und Co. Ja, so klein. Achso, entweder das Original oder Knoblauch. Ich hätte tatsächlich lieber das Original gehabt. Wir haben hier 4 Milliliter. 242 Milliliter. Ja, da steht aber nichts zum Preis. Okay, also im Endeffekt ist vom Vergleich her, wie wenn du eine 220 Milliliter Verpackung hättest. Das ist jetzt hier mit 10% mehr. Also da haben sie natürlich jetzt keinen Preis hingeschrieben. Also es ist im Endeffekt Mayonnaise mit Knoblauch. Ich liebe eigentlich alles mit Knoblauch. Ich bin jetzt nicht so der Mayonnaise-Fan. Aber auch das werden wir probieren. Finde ich sehr gut. Für mich ist es eher nicht wie Sommerparty, sondern wie Grillparty momentan. Soßen und Dips, aber ich mag sowas. Ich liebe sowas, weil das kann ich in den Schrank aufbewahren. Das wird nicht so schnell schlecht, weil tatsächlich in letzter Zeit waren in vielen Boxen Produkte drin, die kurz vorm Verfall waren. Aber das ist mir tatsächlich bei Corona aufgefallen, dass die Produkte gar nicht mehr so lange halten. Ich bin damals, wo es hieß, man muss jetzt auf Vorrat einkaufen, dann habe ich geschaut und da waren teilweise die Produkte 2-3 Monate nur haltbar. Das finde ich eher kontraproduktiv. Wenn ich was einlagern möchte, dann möchte ich das schon mindestens ein halbes oder ein Jahr, dass sich das hält. Aber das ist überhaupt kein Problem. Ich habe letztens ca. 40 Gläser Gurken eingekocht. Also wir würden mit Gurken überleben. Marmelade muss ich noch kochen. Also von dem her, ich liebe das einfach mittlerweile, alles so haltbar zu machen. Ich finde das einfach schön. Das habe ich letztes Jahr schon mal gesagt. Und wir hatten diese Situation auch letztes Jahr, wenn es draußen stürmt und schneit und wir von der Außenwelt abgeschnitten sind, dass ich einfach an den Vorratschrank gehen kann und sagen kann, so, was hättest du denn gerne? Genauso ist es ja mit meinem Beauty-Produkten. So, was haben wir denn hier? Von Bertoli, das finde ich sehr gut, weil Bertoli kaufe ich tatsächlich eher nie, weil es mir zu teuer ist. Und da hätte es auch wieder zweierlei Sorten geben können. Balsamico in hell oder dunkel. Das ist jetzt eine 250 Milliliter Flasche, kostet 2,49 Euro. Das Dunkle hatten wir schon. Ich mache tatsächlich diese Balsamico-Geschichten, die koche ich mir ein. Und zwar, du nimmst einfach so eine Flasche. Ich mache es immer mit dunklem. Nimmst dunklen Zucker und nimmst Gelierzucker, kochst das für 13 Minuten ein. Dann hast du so ein Crema Balsamico. Ist richtig fein. Mit dem hellen habe ich es noch nicht probiert. Und was ich auch krass finde, das ist so dunkel. Normalerweise sind die Balsamico-Essig, die hellen, eher nicht gelb. Sieht aus wie Bibi-Gelb. Bullergelb, aber mein Mann mag sowas sehr gern für Salate, deswegen ich nicht. Der macht es halt. Also wenn es heißt, wir machen einen Salat, dann muss er das machen, weil ich habe da gar keine Frage drauf. Ich bin Team Essen. So, auch das nächste finde ich richtig geil. Ist auch wieder was für meinen Mann. Also das ist meine Männerbox heute. Von Oritza gibt es hier einen Milchreis. Der kostet 1,49 Euro. Wir haben hier 400 Gramm. Ich esse keinen Milchreis, aber ich koche ihn gerne im Thermomix für meinen Mann. Und ich hatte nämlich letztens gedacht, Mensch, das hatte ich schon so lange nicht mehr gegessen. Aber das ist für mich auch eine Mahlzeit eher so im Winter. Ich esse es nicht. Finde ich richtig gut. Ich kann euch nicht sagen, ob das einen Unterschied macht, ob ich jetzt einen günstigen habe, einen teuren habe, weil die Größe, finde ich, ist gleich. Was mich halt mal interessieren würde, kann man diesen Milchreis auch als Sushi-Reis nehmen? Wenn sich da jemand auskennt, schreibt es mir das doch mal. Aber dass sowas in der Box ist, feiere ich auch total. Gefällt mir richtig gut. Bei dem nächsten weiß ich noch nicht. Und zwar
hätten man da zweierlei Sachen wieder haben können. Ich hätte gerne die andere gehabt, und zwar ein Frikadellen-Gewürzmix oder ein Bagel-Topping. Liebes Just Spices Team, eure Produkte sind wirklich gut. Aber diese Verpackung ist so schrottig, ich muss das immer umfüllen, weil dieses da oben, das, ehe du das aufhast. Ah, da, ich habe ja jetzt momentan kurze Nägel, da werde ich es wahrscheinlich hinbekommen. Ich nehme tatsächlich das Avocado-Topping am liebsten für frisch gebackenes Brot. Also ich backe ja selber Brot. Und da haue ich das immer oben drauf. Das Bagel-Topping wird auch wahrscheinlich nicht schlecht sein. Das ist mit Sesam, Mohn, Zwiebel, Salz, Knoblauchflocken und Toast-Knoblauch. Okay, was ist Toast-Knoblauch? Ist wurscht. Die Gewürze sind wirklich gut. Also da braucht man gar nichts sagen. Aber die Verpackung, die ist echt so schlecht, muss ich sagen. Ich wäre eher für Glas und dieses Papa-Dings. Ich mag das auch nicht so gerne lange anfassen. Kostet übrigens das, was ich habe, 5,99 €, also auch nicht günstig. Und das Frikadellen-Dingsbumsens 5,49 €. Würde ich das für 5 Euro kaufen? Niemals. Also, abgesehen von der Verpackung, ich weiß nicht. Ich bin dann eher so oldschool, dann nehme ich doch lieber Pfeffer und Salz und vielleicht Maggi. Aber die Gewürzmischungen sind wirklich gut, also da kann man nichts sagen. So, dann haben wir was von Schweppes. White Peach 0,2 Milliliter. Pfirsich, Kirschblüte, Orchidee, weißer Tee. Oh, 99 Cent. Ich liebe Schweppes. Mich macht das irgendwie total komisch, dass hier unten nichts ist. Das ist mir bei der letzten Flasche schon aufgefallen. Die ist in diesem roten gewesen. Die haben wir noch gar nicht aufgebraucht. Werde ich jetzt mal probieren. Ich habe nämlich Hibiskusblüten gekauft. Die sind in so einen Sirup eingelegt. Und ich möchte nicht immer Alkohol trinken, deswegen probiere ich mal das. Vielleicht ist das ja auch nicht schlecht. Ich mag Schweppes, ich finde das gut. Ich kaufe es nie nach, wirklich nie, weil durch die Boxen reicht mir das. Wir trinken tatsächlich fast nur Wasser oder vielleicht mal Tee, also wenn man eben Alkohol weglässt. Ich kaufe gerne mal zwischendurch Säfte, also richtige Säfte, keine Nektar, sondern richtig Säfte, oder mache auch selber Apfelsaft. Jetzt muss ich noch Äpfel irgendwo her organisieren. Richtig schön, so 10, 20 Kilo. Dann mache ich wieder Apfelsaft, Apfelmus, Apfelgelee. Ich mag das mittlerweile einfach, halt auf Vorrat so Sachen einzukochen. Und deswegen brauche ich sowas auch nicht mehr. Aber ich finde es sehr gut, wenn es in den Boxen ist. Und für eine Sommerparty finde ich das auch richtig gut. Wir haben eine große Flasche noch drin. Und das feiere ich mehr als von Granini. Und zwar Limo Siro Zitrone. Wir haben hier 1 Kalorien auf 100 Milliliter. Okay, 1,69 Euro ist eine Literflasche. Oh, sowas feiere ich einfach. Weil, wie eben auch, ich kaufe sowas eher nie. Und ich trinke sowas aber eigentlich ganz gerne. Aber ich bin da echt manchmal so geizig für. 1,69 Euro würde ich schon dafür ausgeben. Aber dann habe ich hier oben für mich gleich was zum Trinken. Weil ich bin momentan da auch sehr schlecht. Ich muss meinen Mann immer erinnern, dass er was trinkt. Und selber, ja. Das nächste wäre eher nichts jetzt für zum Frühstück. Da würde die große Flasche mit 0,7 Liter würde 27,99 Euro kosten. Johnny Walker. So eine Probeflasche. Ich werde die mit meinem Mann tatsächlich probieren. Ich finde das gut, so kleine Probeflaschen, weil ich habe letztens, da war auch in irgendeiner Box, war es eine Trendräder oder in dieser, war so ein Mixgetränk mit Gin. Widerlich. Das war wie wenn du Benzin trinkst. Deswegen finde ich solche kleinen Geschichten zum Probieren echt nicht schlecht. Und tatsächlich, so eine kleine Flasche würde für meinen Mann und mich für einen Abend tatsächlich reichen. Einfach so als Absacker. Da brauche ich keine ganze Flasche. Wir haben unseren Alkoholverbrauch eigentlich relativ fast auf Null gesetzt. Vielleicht mal Bier. Wir sind in Bayern. Man lässt das Bier jetzt mal als Alkoholprodukt weg. Bier bleibt wie immer. Und vielleicht mal ein Glas Wein. Wir haben gerne abends immer ein Glas Whisky mal getrunken. Das fand ich auch gut. Hatte ich zumindest immer mal so ein, wusste ich, was ich zum Geburtstag schenke. Ist jetzt auch irgendwie weggefallen, aber zum Probieren finde ich solche Flaschen echt fein. Also, und für eine Sommerbox sowieso. So, was haben wir denn hier? Auch fein. Also, ich bin total begeistert momentan. Ob das jetzt eine Gartenparty ist, weiß ich jetzt nicht, aber die Produkte würden schon passen. Ich würde von jedem Produkt irgendwas herzaubern können.
Und ich habe letztens eine Schokolade wegschmeißen müssen, weil die auch schon wieder abgelaufen war. Und jetzt haben wir hier von der Firma Share eine Bio-Schokoladentafel mit Crispy Flakes und Vollmilch 1,99 €. Und bei diesen Share-Produkten ist es ja so, man spendet, ich glaube, 1 €. Also die spenden eine Mahlzeit für Menschen in Not. Und ich liebe bei, ist das Rittersport, diese Flakes-Schokolade. 100 Gramm. Und die ist aus der Schweiz. Und die werde ich mir sehr gern schmecken lassen. Und die finde ich echt gut, muss ich sagen. Ich liebe ja Vollmilchschokolade. Mal keine dunkle und mal kein Karamell und Salty Karamell und was weiß ich. Schlag mich tut. Einfach eine stinknormale Vollmilch mit Flakes. Finde ich gut. So. Ich finde die Box wirklich richtig gut diesen Monat. Dann das nächste Produkt. Wo steht's denn? Und zwar Farmer Snack Pinienkerne. 1,59 €. 30 Gramm kaufe ich auch ganz gerne immer mal nach, einfach um einen Salat aufzupeppen oder ja, zum Snacken einfach. Nüsse ist ja gut fürs Gehirn. Problem ist halt einfach, bei mir dürften diese Packungen wirklich nur diese Größe haben, weil ich futter diese Tüten weg wie sonst was. Ich liebe Nüsse. Und Pinienkerne ist nicht jedermanns Geschmackssache, das weiß ich, aber ich finde die gut. Ich werde die sehr gerne austesten, probieren, verschnurpseln, wie auch immer. So, was haben wir denn hier? Ach, ist das lustig. Ich habe nämlich letztens, kennt ihr noch die Klickstorten von früher? Also dieses Pulver, was so nach Orange geschmeckt hat, habe ich nur ganz wenig rausgenommen, weil ich den Rest eigentlich verwenden wollte. Dann ist es hinter den Schrank gerutscht, habe ich vergessen. Scheiße. Miep. Und jetzt haben wir von der Firma Ruf einen Glücklichmacher Smoothie Drink mit Vitamin C. Da hätte es 4 verschiedene Varianten geben können. Eine Sorte pro Box. Und sie wandelt eisgekühltes Wasser in einen erfrischenden Drink. Oh, okay. 89 Cent. Und wenn das tatsächlich mit kaltem Wasser dann so vielleicht ein bisschen dicker wird, ich kann es euch nicht sagen. Ich probiere das auf jeden Fall. Ich mag sowas. Weil auch dieses mal eine Abwechslung zum alltäglichen Wasser ist. Aber doch, kaufen würde ich mir sowas auch nicht. Ich würde das echt wahrscheinlich in Quark machen, auf eine Torte mit ein paar Früchten rein. Schlagsahne. Irgendwie sowas. So, dann haben wir eine Flasche drin. Was bist du denn? Und zwar Firma Blank 1664, 1,29 €. Ein Lifestyle-Bier mit Zitrusnote und 5% Alkohol. Es ist eine blaue Flasche, aber das Bier ist gelb, würde ich sagen. Aber auch hier unten nichts, kein Etikett, gell? Ganz merkwürdig. Werde ich probieren. Ich liebe tatsächlich diese einzelnen Flaschen. Wenn mein Mann manchmal nicht da ist, dann gönne ich mir so eine Flasche. Das reicht mir tatsächlich. Ich brauche keine halbe Flasche Wein. Und das finde ich tatsächlich gut, wenn sowas mal wieder drin ist. Ich habe das auch noch nie gesehen, noch nie gehört, noch nie gesehen. Ich wüsste auch gar nicht, wo es gibt. Aber man achtet tatsächlich zu wenig auf solche Produkte. Und wenn Produkte in den Boxen sind, wo ich sage, ja, das ist richtig gut, dann schaue ich natürlich. Aber ich habe auch da schon oft gehabt, dass das dann die Märkte nicht hatten. Und dann habe ich gedacht, ja gut, dann pff, halt nicht. Aber wenn mir sowas schmeckt, dann mag ich das sehr gerne nochmal ausprobieren. Dann zeige ich euch das letzte Produkt, was ich nämlich schon getestet habe, weil ich war ja gestern, wie gesagt, nicht neugierig. Und zwar Funny Frisch, 2,49 €. Hätte es 2 Sorten geben können. Einmal mit Onion Style und einmal Sweet. Und ich habe Sweet. Ach nee, doch Sweet Onion Style. Hm. Und es ist ja so, ich bin Team, wie heißen die, Pombeeren und Team Chipsletten. Esst ihr das auch? Ich hasse Flips, außer die liebe Uli hat mir letztens was geschickt. Die waren gut. Das waren welche aus der Kinderabteilung. Die waren gut. Und früher habe ich tatsächlich solche Kesselchips gerne gemocht. Und nachdem ich das gestern gegessen habe, die sehen übrigens so aus. Schmecken gut zum Kaffee. Wir haben noch Vormittag, gell? Extra Gross Gold Gelb geröstet. Das habe ich hinterher gelesen. Und da habe ich auch wieder gewusst, warum ich solche nicht kaufe. So. Ich hätte gestern, glaube ich, wahrscheinlich die ganze Tüte gegessen. mir sind die zu hart. Ich mag gerne in Chips im Mund legen, dass die so lapprig werden. Und dann esse ich sie. Aber das ist ja Geschmackssache. Vom Geschmack her finde ich die sehr gut, muss ich sagen.
Ich finde die auch von der Geschmacksrichtung richtig gut. Mir haben die sehr gut geschmeckt. Ich werde die Tüte heute vernichten. Und finde auch gut, dass die in der Box waren. Und das war tatsächlich die Degusta-Box. Was sage ich dazu? Richtig fein. Also wirklich richtig fein. Ist jetzt kein Produkt dabei gewesen, wo ich sage, dadurch, dass ich ja einen Abnehmer bei uns im Haushalt habe, der vieles isst, wo ich halt nicht esse, ist das natürlich überhaupt kein Problem. Also ich finde die Box diesen Monat richtig gut gelungen. Tolle Produkte drin und viele Produkte, die ich tatsächlich aufgrund des Preises im Laden gar nicht kaufen würde. Und somit habe ich halt die Chance, die Produkte zu testen, auszuprobieren, zu verkosten, zu verarbeiten, und da freue ich mich tatsächlich drauf. Sage vielen lieben Dank an das Degusta-Team, habt ihr schön ausgesucht. Wie gesagt, das reklamiere ich wahrscheinlich jeden Monat, wenn das drin ist irgendwo. Aber ich freue mich, dass die Box angekommen ist. Jetzt wird der Karton weiter verarbeitet für die liebe Abonnentin, wo ein Tausch- und Trash-Paket kommt. Ihr werdet das Video wahrscheinlich wieder sehen. Bedanke mich erstmal fürs Zuschauen. Ihr seht das Video am Donnerstag. Und würde mich freuen, oder vielleicht am Sonntag, kann sein, dass ihr es am Sonntag seht, würde mich freuen, wenn wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Wie immer, bleibt schön gesund, bis bald, eure Heike.